Und der zweite Daedra-Schrein. Ja, wir haben den ersten Nocturnal abgeschlossen. Und zwar haben wir uns damit den Skelettschlüssel geholt. Und jetzt wollen wir uns gleich mal ranmachen an Namira. Schrein von Namira. Hier wird es am Ende einen netten Ring geben, der uns ordentlich was bringt. Und diese Quest kann man schon ab Level 5 machen. Das heißt, wenn ihr diesen guten Ring absahen wollt, zu den genauen Werten werden wir uns das später nochmal genauer angucken, sobald ich ihn habe. Ach ja, die Aussicht ist hier so schön, so schön. Ja, ihr könnt euch diesen Ring schon ab Stufe 5 angeln. Dieser Schrein hat im Gegensatz zum Schrein von Nocturnal eine Anforderung. Wenn ihr nämlich jetzt versucht, einfach so mit dem zu sprechen. Ihr seid nicht die Art Anhänger, die Namira verlangt. Das heißt, man muss erstmal irgendeine Anforderung erfüllen, dass auch dieser Daedra-Gott tatsächlich mit einem sprechen möchte. Und dazu reden wir mit Hjolfrodi, die Plünderin. Wer seid ihr? Warum stört ihr unsere Kultstätte? Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ihr würdig seid, Namiras Schrein zu besuchen. Eigentlich doch. Ja, was kannst du mir denn zu diesem Schrein so sagen? Ein Ort von gesegneter Dunkelheit. Ein heiliger Ort, an dem wir Unwürdigen beten können. Weshalb seid ihr hier? Ich würde gerne mit ihr reden. Sie hat da einen netten Ring, den ich bräuchte. Wirklich? Ihr seid zu wohlgestalt, um an diesem Ort zu beten. Leute wie euch kenne ich. Und euer Gerede. Kommt wieder, wenn ihr hässlicher seid. Nein, wir sind zu hübsch. Das nehme ich mal als Kompliment. Vielen Dank. Ja, irgendwann in einer älteren Folge von meinem Let's Play, ich glaube, das ist schon 60 Folgen her, haben wir ja auf der Reise zu einem Auftrag der Dunklen Bruderschaft, habe ich zum ersten Mal über die Daedra-Schreine geredet und da haben wir auch einen Schrein gefunden. Und da wurde so etwas Ähnliches verlangt und ich dachte, dieser Schrein, den wir damals gefunden hätten, wäre der, bei dem man erst eine bestimmte geringe Menge an Charisma haben musste. Aber nein, das ist dieser Schrein. Und zwar, das kann man zwar nicht direkt wissen, aber es steht übrigens auch nicht im Questbuch, wenn ihr hier steht. Ich habe von den Jüngern erfahren, dass für den Daedra nur jemand widerlichen... dass sie den Daedra nur für jemand Widerlichen beschwören. Also wenn ich dir Hilfe will, muss ich mich so unansehnlich wie möglich machen. Da steht jetzt nicht genau, was man braucht, aber ich weiß noch, beziehungsweise habe auch nochmal nachgelesen, ich will euch ja nichts Falsches sagen, dass man Charisma runtersetzen muss, und zwar auf 20, beziehungsweise unter 20. Wie macht man das? Wir haben derzeit 37. Man geht einfach zu irgendeinem Händler in irgendeine Taverne, ein paar Alchemisten müssten es auch haben, und kauft sich billigen Wein. Denn der billige Wein macht einen Charisma-Entzug von 10 Punkten. Das heißt, wir trinken den einmal, dann sind wir bei 27 Charisma, und trinken ihn nochmal, dann sind wir bei 17 Charisma. Zweimal billigen Wein getrunken, wir gucken nach, tatsächlich, wir sind bei 17 Charisma, und sprechen nochmal mit der Frau in der Kutte. Ah, das ist viel besser. Jetzt seid ihr abstoßend, zumindest ziemlich. Andere werden euch widerlich und abscheulich finden. Namira könnte zufrieden sein. Tretet an den Schrein. Sehr komische Voraussetzung, wenn ihr mich fragt. Aber wenn der Daedra das so will, dann wollen wir das mal so machen. Ihr wagt es, an meinen Schrein zu treten, Kind des Lichtes? Ihr, der ihr auf dieser Ebene im Licht der warmen, grausamen Sonne wandelt. Beweist mir, dass ihr meine Gunst verdient. Seit vielen Jahren leben meine Vergessenen unbehelligt in Angar. Sie verehren mich von der Dunkelheit aus, wo sie sich in Elend und Schmutz ahlen. Nun jedoch wollen einige Licht in ihr Dunkel bringen. Priester des Arkai sind in ihr Reich des Schmutzes eingedrungen. Ich will, dass ihr meinen Vergessenen helft, diese Priester des Lichtes zu töten. Belegt die Priester mit diesem Zauber. Erlaubt es meinen geliebten Vergessenen, die Eindringlinge zu töten. Sobald dies erledigt ist, werde ich euch für eure Mühen belohnen. Klingt gut.
Als sie beschworen war, erzählte Namira mir von den Vergessenen, einer Gruppe fanatischer Jünger, die in der Dunkelheit von Anga leben. Einige Priester von Arkai planen, Licht nach Anga zu bringen und die Vergessenen zu retten. Ich soll den Zauber, den Namira mir gab, gegen die Priester anwenden und die Vergessenen ihnen dann den Rest geben lassen. Alles klar. Was jetzt auch nicht dabei stand, was ich aber weiß, ist, dass wir keinen dieser Priester, die wir platt machen sollen, selbst töten dürfen. Wir müssen wirklich den Zauber, der uns soeben gegeben wurde. Moment, da müssen wir gerade ein bisschen gucken. Da, Namiras Leichentuch. Genau, in ein Fuß für 120 Sekunden auf Ziel. Das heißt, wir müssen in den Nahkampf gehen. Leider. Und das dann anwenden auf die Priester, die da rumlaufen. Und dann kommen die sogenannten vergessenen Diener von Namira und werden das platt machen, die Priester. Ach ja, was ich noch gar nicht erwähnt habe, wo dieser Schrein ist von Namira. Und zwar östlich von Bruma. Nicht sehr weit weg, zwischen Bruma und der Gnoldkuppe, ein bisschen weiter rechts und dann nach unten. Also einfach aus Bruma rausrennen, den Weg nach unten und es ist wirklich kein weites Stück, es sind nur 2 Minuten Reise oder so, höchstens. So, dann wollen wir einfach mal direkt nach Süden reiten, Richtung Anga. Hoppala, ein kleiner Lag. Mein PC gewöhnt sich gerade wieder daran, etwas Oblivion abzuspielen. Jetzt waren wir die ganze Zeit bei dem Schrein und haben ihn schön Pause gelassen. Er musste nichts laden und jetzt geht's auf einmal wieder durch den Wald, durch die ganze Wiesenlandschaft. Überall sind Gebüsche und aller möglicher Kram, der den PC zum Schwitzen bringt. Und da hinten haben wir mal wieder ein Oblivion-Tor. Ach ja, seitdem wir die letzten Teile der Hauptstory gemacht haben, geht es wirklich zur Sache mit den Oblivion-Toren. Aber das habe ich ja schon im letzten Part erwähnt oder im vorletzten. Und das mit den Lags ist gerade echt nicht mehr schön. Vielleicht muss ich den hier auch ein bisschen für sich fangen lassen. Denn manchmal kommt der PC etwas unnötig ins Schwitzen. Und jetzt sieht das okay aus. Man kann auch immer an den Blättern der Bäume so ein bisschen sehen, ob er noch laggt. Oh, Jesus! Why is this happening? So, ich nehme natürlich wieder die extrem merkwürdige Abkürzung, einfach den Hügel runter. Scheißegal, ob ich da mir dabei Beine und Hals breche, Hals- und Beinbruch, oder sonst irgendwas. Egal, einfach mal direkt runter. So, hier steigen wir aber erstmal ab. Mir gefallen hier auch so die Farne, die auf dem Boden sind. Das ist nicht so dieses Standardgras, das sonst überall wächst, sondern mal ein bisschen Unterschied von der Vegetation her, das ist immer gern gesehen. Und schon wären wir bei Anga, auch nicht gerade weit weg. Kleines Stückchen nach Süden reiten und ich hoffe mal, dass mich nicht hier wieder irgendwelche Trolle von hinten anfallen werden. Das war nicht gerade sehr nett im letzten Dungeon. Hat mich sogar ziemlich erschreckt. So, aber zunächst, um das für euch angenehmer zu gestalten, einmal das. Dann habe ich den Zauber natürlich mir vorhin nicht auf einen Hotkey gelegt. Das ist auch egal. So, ein kleiner Quicksave und dann wollen wir mal. Ich weiß jetzt nicht, ob die Priester direkt auf feindlich gestellt sind. Oder ob man das auch so irgendwie regeln kann. Aber ich möchte es mal nicht herausfordern und wir schleichen uns mal besser ein bisschen rum. Dann können wir eigentlich auch bei Gelegenheit eigentlich mal gucken, wie groß dieses Level so ist. Und wie viele Priester das sind? 4 Stück, aha, das geht noch. Und die 4 Priester scheinen auch relativ weit voneinander entfernt zu stehen. Wow, es ist hier dunkel. Krass. Oh, hier war eine Tür, gar nicht gesehen. Hört ihr das? Wahrscheinlich konntet ihr es jetzt nur hören, wenn ihr das Video auf 720p ablaufen lässt. Denn da gibt es auch bessere Soundqualitäten, nicht nur bessere Bildqualität, nicht vergessen, Leute. Auf HD gibt es auf YouTube auch bessere Soundqualität. So, hier kommen wir jetzt so langsam schon zum ersten Priester. Brennen!
Wenn auch die Dunkelheit naht, so fürchte ich doch nichts. Führe uns durch deine Glorie ins Licht. Oh Jesus. Ich wollte jetzt eigentlich zuhören, was er sagt, aber diese Lags, was ist denn los? Normalerweise passiert das nie. Probieren wir jetzt einfach mal so aus, ja? So, den haben wir jetzt getroffen. Ah, das sind die Kerle. Also sorge ich quasi einfach nur dafür, dass plötzlich die Priester Aggro bekommen. Von den, wie heißen sie? Von den Vergessenen. Ich frage mich, warum sie nicht gleich die Priester fertig gemacht haben, sondern dass man das denen erst sagen muss. Aber na gut. So, hier haben wir unser erstes leichtes Schloss mit dem Skelett-Dietrich. Hier könnt ihr mal sehen, wie unser Skelett-Dietrich so aussieht. Quasi die Spitze von einem normalen Dietrich und dann so eine kleine Verstärkung. Und jetzt kann das so oft verkacken, wie ich möchte. Der Dietrich geht nicht kaputt. Ja! Jetzt können wir eigentlich alle anderen Dietriche ablegen. Und im Prinzip müssen wir es, wenn wir jetzt noch Schlösser knacken wollen, wenn wir hingehen, nur noch immer automatisch versuchen und sonst nicht mehr drücken. Beziehungsweise so oft automatisch versuchen, drücken, bis es funktioniert. So, eiserner Streitkolben. Sonst nichts Interessantes. Ein kleiner Sarg. Wermutblätter Gold, immer gern gesehen. Nur her damit, da haben wir nichts. Hilf uns! Hallo, lieber Priester. Mein Gott, nein! Oh mein Gott, why is this happening? Nur ein kleiner Sack. Oh, Elfenkriegsachs. Das kann man wieder schön verkaufen. Aber ein Elfenbogen wäre mir lieber gewesen. Hier haben wir noch eine kleine Kiste. Eine Kassette. Rette mich, oh Herr. Nein, dich wird niemand mehr retten. So, dann gucken wir noch, was hier ist. Vielleicht eine... Ah ja, hier kommen wir dann mit der Abkürzung wieder zurück. Hier müsste ich gleich irgendwo was öffnen. Ah ja, genau, hier. Oh, Kacke, da ist ein Geist. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass wir hier noch irgendwelche Geister sehen werden. Den müssen wir kurz auf die alte Methode erledigen. Schon tot? Jawohl. Ach genau, in dem Raum waren wir vorhin noch gar nicht drin, realisiere ich gerade. Hier haben wir wieder ein paar schöne Oblivion-Symbole mit Runen unten drunter. Oh, da ist noch ein Geist. Den wollen wir auch mal kurz kaputt schießen. Achtung! Okay, kein Troll. Kein Troll, der... Oder irgendein Geist, der plötzlich neben mir oder hinter mir erscheint. Ich bin immer noch traumatisiert. Falls ihr es wissen wollt, ihr, das ist... Oh mein Gott, es war so schrecklich, Leute. Fühlt euch mal in meine Situation hinein. Man geht da gemütlich spazieren, ahnt nichts Böses, jagt ein paar Trollen. Moment, kleiner Versuch mit dem Skelett-Dietrich. Bam, 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 bam. Jagt ein nichts ahnend ein paar Trollen, ein paar Pfeile voll in die Fresse und dann passiert sowas. Herkömmliche Waffen widerstehen, brauchen wir eigentlich vom Effekt her überhaupt nicht, aber das Ding ist 2000 Münzen wert. Sehr, sehr geil. Leichtes Schloss. Wow, das hat echt viele Versuche gebraucht. Ein Ring zum Verzaubern für uns. Eine Rolle mit Wasseratmung bringt jetzt nicht so viel. Ich hätte mir eher einen Ring oder ein Amulett mit Wasseratmung gewünscht. Hier haben wir noch einen Pfeil, ein bisschen Elektroplasma, wollte ich sagen. Nein, Ektoplasma. Und ich weiß, dass ich nicht alle Pfeile aufgehoben habe. Hier müssten eigentlich noch irgendwo welche liegen. Aber das ist mir egal. Druckplatte. Auf die paar Pfeile können wir auch verzichten. Das ist jetzt nicht so wichtig. So, dann hätten wir eine Seite geklärt. Dann wollen wir gleich mal zur anderen Seite. Ich habe auch das Gefühl, dass dieser Schrein schneller... Dass wir diesen Schrein schneller abhandeln werden als den letzten. Denn beim letzten mussten wir erstmal... Oh, Loot! Ja, den Dietrich brauchen wir nicht mehr. Aber die können wir später mal verkaufen. 3 Münzen so ein Ding wert. Dann kriegen wir bei einem Händler mindestens 2 Münzen raus. Beziehungsweise eine. Okay, eigentlich ist es doch kacke. Egal. Ja, beim letzten Schrein... Oh, hallo, Moment. Das kasten wir neu. Beim letzten Schrein mussten wir erstmal die beiden die beiden Agonia suchen und wir hatten überhaupt keine Tipps bekommen, wo die sich befinden könnten. Hey, you! Pow!
So, ihr kümmert euch um ihn. Ich gehe mal hier ein bisschen rum. Gucke, ob es hier noch etwas Loot gibt zum Abholen für mich. Ah ja, da geht es wieder zum Ausgang. Von daher vorerst mal uninteressant für uns. Der ist auch erledigt. Eiserner Steitkolben brauchen wir nicht. Hier haben wir wieder ein paar Kisten, beziehungsweise Kassetten. Hier haben wir nichts, hier haben wir nichts. Hm, schade, immer noch nichts. Da auch nichts, hier auch nichts. Gleich kommt wieder... Oh, Stone, was ist los mit dir? Hast du nicht gesehen? Da hinten in der Lücke waren drei Kisten. Oh. So, noch einer. Bitteschön. Weg da, aus dem Weg. Ich will looten. Da ist ein Grab. So, Sarg. Ich meinte natürlich Sarg, nicht Grab. Fall bitte um. Ich möchte dich looten. Vielen Dank. Nein, nichts Besonderes. Nur ein blaues Seidengewand. So, alle Priester sind tot. Ich sollte zum Schrein zurückkehren. Na, das war doch einfach. Das Lustige war, dass man hier reinspazieren konnte und die Priester haben nicht mal Agro auf einen. Einfach reingehen, das Ding auf die Karsten und zuschauen, wie sie gnadenlos vernichtet werden. Gut, am anderen Ende vom Raum. Oh, hier sieht es ein bisschen geisterhaft aus. Aber das führt nur außen rum zu dem Ort, wo wir vorhin schon waren. Gut, dann gibt es hier keine Geister mehr. Es gab nur einen Raum mit Geistern und mit dickem, geilen Loot. Das sind hier die Freunde von Namira. Denen wollen und sollen wir nichts anhaben. Um diese Quest nämlich erfolgreich zu beenden, dürfen wir nicht nur die Priester nicht selbst killen, sondern wir dürfen auch den Anhängern von Namira... Oh mein Gott. Gut, das Husten musste jetzt rausgekattet werden. Heidenei, so viel am Reden, mein Hals wird ja richtig trocken. Obwohl ich mich davor schon schön aufgewärmt habe mit Getränken, na, wer weiß, manchmal ist mein Schrein. Ja, man könnte sagen, mein Hals ist schon eine Art Schrein für mich. Aber manchmal ist das, die ganze Sache mit dem Casten hier, mit dem Kommentieren etwas zu viel für mich. Für meinen Schrein. So, Namira, bitteschön, ich habe alle Priester erledigt. Ihr habt meinen Jüngern die makellose Dunkelheit zurückgegeben. Die Vergessenen können wieder in ihrem Elend schwelgen. Nehmt meinen Ring. Möge er jene quälen, die euch Qualen zufügen wollen. Ihr habt Namiras Segen. Vielen Dank, Namira. Namira wusste meine Anstrengungen zu schätzen. Ich wurde mit dem Ring von Namira belohnt. Und damit hätten wir schon den zweiten Daedra-Schrein abgeschlossen. Hier nochmal kurz der Ring, Ring von Namira. Schaden reflektieren 12%, also jeglicher Schaden, der ankommt. Und noch zusätzlich 10% Zauberreflexion. Was haben wir? Ring der Feder. Pff, brauchen wir nicht wirklich. Okay, derzeit brauchen wir es noch, dass wir die ganzen Sachen tragen können. Aber ansonsten habe ich ja einen Ring bei den Offscreen-Vorbereitungen, aber das werde ich euch dann später zu einem anderen Zeitpunkt genauer erklären. Habe ich ja auch zum Beispiel festigen Schütze 9 Punkte auf sich selbst und das macht ist ein guter Schadenserhöher. Und falls wir sonst noch Schaden brauchen, bringt Ring der Geschicklichkeit mit 6 Punkte auf Geschicklichkeit auch nochmal gut was zu Schaden. Den ziehe ich dann normalerweise als zweite Wahl an. Und falls wirklich schwere Gegner uns bevorstehen, dann können wir uns diesen Ring reinpfeifen, vor allem wegen der Zauberreflexion. Und das Geile ist, dass ihr euch diesen Ring schon ab Stufe 5 holen könnt. Also kann ich euch wirklich nur empfehlen, direkt mit Stufe 5 hier hinzulatschen und das zu machen. Die Quest, wie ihr gesehen habt, ist auch extrem einfach, kann man sehr schnell erledigen, ohne große Umstände. Aber das war's auch schon mal, soweit so gut. Das war Namira und wir sehen uns beim nächsten Schrein, Leute. Bis dann!